Mein Name ist Marc, wir sind bei zweiradexpress.com und ich darf euch heute das brandneue Focus Planet 2 6.8 vorstellen. Das 6.9, also den großen Bruder, den hat uns Wolfgang bereits vorgestellt. Das Video verlinke ich euch hier einmal, aber als solches auch ein super Trekking-Fahrrad. Wir haben hier nämlich den starken CX-Motor von Bosch, also der auch richtig Anschwung gibt, nämlich mit 85 Newtonmetern. Dazu haben wir in Kombination den Akku mit 625 Wattstunden, also auch für eine lange Tour gut geeignet, dieses Rad, also wirklich Top-Trekking-Fahrrad. Wir haben hier einen Diamantrahmen, es gibt dieses Rad aber auch mit dem Wave-Rahmen, das heißt also mit dem einfachen Durchstieg. Und ja, Alurahmen, was natürlich sehr gut ist. Dann der E-Satz, der bringt natürlich immer ein bisschen zusätzliches Gewicht auf die Waage. Dem wirken wir dadurch entgegen. Als solches schöner, bequemer Sattel. Wir haben hier einmal einen wirklich belastbaren Gepäckträger. Sehr gut auch dahingehend, dass wenn ihr Taschen anbauen wollt, ideal dafür geeignet. Wir haben hier eine schöne Serienbereifung auch drauf, nämlich mit einem feinen Profil in der Mitte der Lauffläche, sodass es sehr effizient ist, dementsprechend für euch einfach zu treten ist, aber auch parallel dazu natürlich den Akkuverbrauch sehr gering hält. Auf der anderen Seite haben wir an den Flanken aber nochmal etwas gröberes Profil, sodass ihr, wenn ihr auf Kiesstrecken unterwegs seid oder mal abseits der befestigten Straßen, dass das auch nochmal einen zusätzlichen Halt bietet. Sehr, sehr angenehm. Das hier verwendete Display ist super übersichtlich. Wie bereits erwähnt, können wir hierüber die vier Unterstützungsstufen einstellen. Zusätzlich haben wir nochmal einen Knopf für die Walk-Funktion. Das heißt, bei starken Steigungen, wenn ihr zu Fuß unterwegs seid, habt ihr einfach die Unterstützung auch beim Anschieben. Zusätzlich können wir hierüber nochmal die Beleuchtung einstellen. Also wirklich vielseitig. Ich mache es mal einmal an. Zack, hier oben einfach. Und der Monitor fährt hoch. Und zusätzlich haben wir dann gleich auch nochmal die Beleuchtung eingestellt, die eben auch im Stand leuchten kann, was für uns natürlich auch nochmal ein Sicherheitsaspekt ist. Und rundum solides Trekkingfahrrad. Wer sich dafür entscheidet, dem wünsche ich ganz, ganz viel Spaß damit. Euch allen wünsche ich eine gute und vor allen Dingen unfallfreie Saison. Passt auf euch auf. Bis dahin. Ciao.